Guten Morgen. Heute möchte ich euch ein Buch vorstellen von Adida, Nicht zwei ist Frieden. Und dem zugrunde liegt das Verständnis darüber, dass wir derzeit eine große Problematik haben. Eine ganz große Problematik, die dafür sorgt, dass wir nicht im Frieden leben und dass wir alle nicht glücklich sind. Und das ist, dass wir uns abgrenzen. Persönlich als Ego, aber auch als Stamm. Und deswegen spricht er auch von Tribalismus. Das kommt aus dem Englischen von Tribe. Und er sagt dann, Tribalismus ist das große Problem unserer heutigen Zeit und natürlich auch schon vorangehender Generationen. Für uns ist das völlig normal, dass wir zum Beispiel sagen, wir müssen doch das Recht haben, stolz zu sein, dass wir Deutscher sind. Aber das impliziert halt eine Abgrenzung. Das impliziert oder das integriert nur die Menschen, die auch deutsch sind. Die können dann stolz sein, Deutscher zu sein. Und wer nicht deutsch ist, der darf dann halt nicht stolz Deutscher. Er darf dann nicht stolz sein, Deutscher zu sein, sondern er darf dann stolz sein, Pole zu sein oder Russe oder Amerikaner. Und das führt halt dann immer wieder zu konträren Standpunkten. Die deutsche Kultur ist doch viel besser als die russische Kultur. Und die russische Kultur ist dann besser als die amerikanische oder wie auch immer. Und dann gibt es Streit und dann gibt es Auseinandersetzungen und dann gibt es eben nicht Frieden, sondern Krieg oder mindestens erstmal Respektlosigkeit und Aggression. Und da ist die Problematik, Abgegrenztheit. Und wie möchte er das lösen? Und das ist so ein bisschen der Kern, das Kernelement dieses Buches. Er gibt einen Ansatz, wie man das lösen kann. Er schlägt ein globales Forum vor aus großen Köpfen, die diese Welt positiv beeinflussen. Und zwar nicht, indem sie die Länder beeinflussen, die natürlich nach wie vor existent sind. Also dieses Buch ist kein Traum, keine Vision in dem Sinne, wo schon alle Länder abgeschafft sind, sondern ist durchaus auch pragmatisch. Er spricht davon, dass die Länder halt eben sich nicht sofort einfach abschaffen können und dass wir alle in einem großen Land leben würden oder überhaupt nicht einem Land, sondern auf der Erde, sondern dass das halt ist, wie es ist. Und das Forum hätte halt einfach die Aufgabe, sich an die Menschen zu wenden und nicht an die Führer. Und dass die Menschen alle quasi zeitgleich geistig wachsen. So ungefähr drückt er das aus. Was natürlich dann die Lösung wäre. Und er spricht in dem Rahmen auch von den positiven Effekten, die das Internet bietet, die generell die Technik bietet, also auch hier wirklich durchaus modern. Und er spricht in dem Buch halt verschiedene Dinge an, die tatsächlich realisierbar wären, die nicht nur eine bloße Vision sind. Und das finde ich, das macht das Buch, sage ich mal, etwas anders als viele Bücher zu diesem Thema, wenn es um Abgegrenztheit geht, um das Loslassen des Egos. Das findet häufig in Büchern dann eher auf der persönlichen Ebene, persönliche Weiterentwicklung statt und ist dann eigentlich schon auch wieder so eine Kultivierung des Egos. Wenn es darum geht, sein Ego loszulassen, dann man liest das Buch für sich, weil man ja sein Ego loslassen möchte. Und natürlich, wenn man das Ego dann losgelassen hat, dann wunderbar. Aber dieses Buch setzt halt oben an. Global. Es möchte nichts Geringeres als die Welt retten. Und diese Vision, die er hier genannt hat, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gehen in Resonanz mit mir. Die Frage ist, inwieweit das realisierbar ist. Gut, das geht es ja erstmal in der Sinn um die Theorie, was die Lösung wäre. Und es ist schön zu sehen, dass es eine Lösung gäbe, zumindest einen Ansatz. Ich möchte euch mal generell ein bisschen was vorlesen, zwei kleine Abschnitte, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie er so schreibt und wie das wirkt auf euch. Weil ich finde es ganz wichtig, wenn man sich überlegt, ein Buch zu kaufen, dass man dann vielleicht auch so ein bisschen mal drin gelesen hat. Okay. Einfach mal Punkt 7.5. Heute wird das Erziehungs- und Bildungswesen tendenziell zu einer Propagandaindustrie gemacht, die nur dem Zweck verfolgt, die nächste Generation von Mitgliedern einer programmierten Gesellschaft hervorzubringen, in der Regierung, Konzerne und Wirtschaftsinteressen dominieren. Das finde ich eigentlich, trifft es eigentlich ziemlich auf den Punkt. Und
Ja, ergänzt dann noch, diese Art von Erziehung und Bildung bezweckt nichts Besseres als die Produktion brauchbarer Arbeitskräfte. Und auch das Gefühl haben sicherlich einige von uns, dass das ganze Erziehungssystem, was dominiert ist von Wirtschaftsinteressen und von dem ganzen System, dass es nur darum geht, dass man in das System passt und das System am Laufen hält. Und es gibt nicht wenige, die dann eben auch geistig so gleichgeschaltet sind, dass sie Menschen angreifen, die das System angreifen. Und das sind ja einfach Arbeiter oder Soldaten des Systems, die aus dem System heraus ja, kreiert worden sind. Und ja, finde ich sehr, sehr schön. Ich habe noch was anderes, was ich mir markiert habe, einen Abschnitt, den ich gerne vorlesen möchte. Es gibt keinen Unterschied zwischen den Menschen. Sie sind eine einzige Spezies und im Grunde alle gleich. Die verschiedenen Hautfarben ändern nichts daran. Sie beruhen auf kleinen genetischen Veränderungen, die sich im Laufe der Jahrtausende ergaben, als die Menschen über den ganzen Planeten wanderten und unter verschiedenen Bedingungen lebten. Natürlich haben sie dort, wo sie sich niederließen, jeweils ihre besonderen philosophischen Vorstellungen und kulturellen Eigenheiten entwickelt. Aber die auftretenden Veränderungen und Unterschiede sind völlig zufällig und nebensächlich. Und auch das trifft es einfach auf den Punkt. Und das Buch ist wirklich gefüllt mit solchen Aussagen, die einfach auf den Punkt treffen. Die Frage ist jetzt, inwieweit so ein Buch Menschen berühren kann oder Menschen in irgendeiner Weise transformieren kann, die damit überhaupt nichts anfangen können. Die eben zum Beispiel stolz sind, Deutscher zu sein. Ne? Wer aus sich sagt, ich bin stolz, Deutscher zu sein, der kann mit diesem Buch gar nichts anfangen. Das kann ich jetzt schon sagen, weil das ganze Buch beruht darauf, dass man den Tribalismus überwindet, dass man die sich abgrenzen überwindet und dass man die Einsicht hat oder idealerweise erfahren hat und darauf dann aufbaut, dass wir eben tatsächlich alle ein großer Organismus sind. Und dazu zählt alles. Ne? Da zählen die Steine, die Tiere, die Menschen, alles was wir sehen dazu. Wir sind alles eins. Und für diejenigen, die das eben noch nicht erfahren haben, könnte das, sage ich mal, schwere Kost sein, so ein Buch. Und es wird dann einfach weggeschmissen und man sagt dann, hey, pff, ja. Und, aber was das Buch dann eben dann doch wieder, und ich hatte das glaube ich schon erwähnt, wieder lesenswert macht, ist halt eben dieser praktische Ansatz. Da wird auch gesagt, da muss nicht jetzt aufgeklärt werden, also auf der Verstandesebene, da soll nicht den Menschen erklärt werden, bah, die Erde, die erwärmt sich und ihr müsst ja aufpassen und ihr müsst jetzt da jetzt weniger Auto fahren oder Fleischkonsum einschränken und solche Sachen. Da sagt der Adidas, nein, das braucht es nicht. Was gelehrt werden muss, ist, dass man das große Ganze sieht. Denn aus dem Verständnis davon, dass man quasi eins ist, ergeben sich alle anderen Dinge. Und dann werden eben auch diese ganzen religiösen Mythologien oder die westlichen Ideologien einfach überwunden. Und da braucht es also nicht irgendwo im Kleinen anzufangen, sondern das ist hier so eine Makroperspektive des Buch. Und aus der Sicht finde ich das schon durchaus empfehlenswert, weil die ganzen Bücher, die ich bisher so zu diesem Thema so gelesen habe, das ist halt alles so auf das Ich bezogen, auf den einzelnen Menschen. Und das hier, das ist wirklich auf die gesamte Welt bezogen. Und er sagt, seine Formel ist ganz einfach. Kooperation plus Toleranz ist Frieden. Ja, kann ich komplett mitgehen. Und er spricht verschiedene Themen auch global halt an, wie zum Beispiel den Verzicht von tierischen Lebensmitteln oder dass der Reichtum oder das Streben nach Geld zu verurteilen ist, in dem Sinne, weil es die Menschen davon abhält, eben das große Ganze zu sehen, weil das eben dieser Tunnelblick ist und entsprechend versucht er die Menschen dazu zeitgleich zu animieren, indem sie alle das Buch lesen, idealerweise zu handeln und aus diesem zeitgleichen Handeln soll dann tatsächlich die neue Welt entstehen. Ja, geschrieben ist so unterteilt. Am Anfang hat er so ein bisschen die ersten 60 Seiten so ein paar Fakten, also seine Grundfakten in den Raum gestellt und dann hat er das alles noch so ein bisschen ausgeführt. Das Buch ist insgesamt über 300 Seiten oder knapp 300 Seiten und lässt sich sehr, sehr gut lesen, finde ich. Also für ein spirituelles Werk, das ist manchmal so ein
ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber das Werk lässt sich sehr, sehr gut lesen. Und ja, was mir nicht so ein bisschen gefällt an dem Buch ist, er sagt auch, es muss jetzt passieren und es ist total dringend und ja, so ein Druck, also irgendwie so ja, einfach unter Druck. Er ist schon relativ alt, er möchte gerne wahrscheinlich auch noch die Welt sehen, wie sie ein bisschen zusammenwächst. Aber das wird nicht passieren, das wird nicht in meiner Generation passieren und das wird auch nicht in 100, 200 Jahren passieren. Das wird vielleicht in 1000, 2000 Jahren passieren, dass die Menschen halt wirklich diesen Tribalismus überwunden haben und diese Idiotie der Abgrenzung wirklich ein für alle Mal ja, zu den Akten gelegt haben. Aber derzeit ist es in unter aller Köpfen drin und wenn wir ehrlich sind, auch in unseren eigenen. Also so sehr ich dieses stolz, ein Deutscher zu sein, indem ich da verstandesmäßig darüber lache, so sehr spüre ich, dass das ein konditioniertes Gefühl ist, was ich nachvollziehen kann und was in mir noch drin ist. Und ich halte mich für einen sehr bewussten Menschen. Und ich glaube, Menschen, die jetzt vielleicht nicht so bewusst sind, die haben überhaupt keinen Ansatz, da jemals rauszukommen in diesem einen Leben. Und von daher, ja, ist Adi da wirklich so ein bisschen, es muss jetzt passieren, es muss jetzt passieren, es ist total dringlich. Wir sind alle eins und wenn die Menschen eben nicht mehr existieren und wenn die Menschen sich gegenseitig kaputt machen durch Kriege, dann ist das so. Ne? Dann transformieren wir uns wieder in einen anderen Zustand. Dann gibt es die Erde nicht mehr. So what? Das ist halt dann eben wie es ist und dann ist es gut. Und deswegen mag ich so diese dringliche Unternote bei ihm überhaupt nicht. Das stört mich durchaus massiv. Und das ist eigentlich der einzige große Kritikpunkt, den ich da an dem Buch habe. Aber der sorgt dann eben auch dafür, dass ich sage, okay, das ist jetzt keine absolute Empfehlung, sondern das sind für mich solide, gute 4 Sterne. Und für alle Menschen, die etwas, diese Ego-Überwindung und dieses Abgegrenztheit mal aus einer globalen Perspektive betrachtet haben wollen und auch ein bisschen konkret und auch auf die moderne Zeit angewendet, für die ist dieses Buch wirklich eine absolute Empfehlung. Und für alle anderen, die können sich aus meinen Worten halt heraus überlegen, ob sie das Buch sich kaufen möchten oder nicht. Danke nochmal an den Hans Nitsch Verlag, der mir das Buch zur Verfügung gestellt hat. Und ich wünsche euch, wie immer, viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Euer Christian.